Da sind wir heute, Freitag, 15. Januar, der letzte Handelstag der aktuellen Woche und der ersten richtigen durchgehenden Handelswoche hier im Jahr 2021. Und das war, kann man sagen, ein ordentlicher Jahresstart, auch wenn nach dem Allzeithoch im DAX erstmal das Thema Korrektur äh, ansteht. Wir sehen es im Hintergrund, DAX mit einem Kursziel von 14500 Punkten ist aus technischer Sicht durchaus relativ zeitnah dran wenn wie immer, wenn es nicht anders kommt. Und was da so auf uns warten kann, das werden wir uns gleich mal im Detail anschauen. Im Blog habe ich es schon veröffentlicht. Das heißt, diejenigen, die gerne mal vorneweg reinschauen oder im Nachgang hinten dran nochmal lesen wollen, einfach auf die täglichen Trading-Ideen, die ich im Blog bei Tickmill veröffentliche, mal draufklicken und da kann man sich das Ganze immer wieder auch noch im Nachgang anschauen. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen, meinen Zuschauerinnen und Zuschauern, in den Live-Kanälen hier. Bei uns auf Zoom und auch auf, äh, jetzt hätte ich schon gesagt, Tickmill auf der Facebook-Seite natürlich äh, von Tickmill. Mal schauen, wie ich es hinbekomme, ob ich eventuell äh, in Kürze auch noch einen Livestream in Yahoo, äh, nicht in Yahoo, in ähm, YouTube reinbekomme. Da bin ich am Arbeiten. Äh, das ist technisch alles ein bisschen ähm, äh, kniffelig, dass das alles live gut funktioniert, aber... Ja, wir sind dran, hier weiter zu wachsen. Die Community wächst, da freue ich mich riesig drüber. Auch die Rückmeldung, das ist eine feine Geschichte. Danke auch dafür, danke für die Lobe. Heutzutage ist das natürlich ähm, eine ja, Sache, die viele, viele so schnell gar nicht auf der Uhr haben. Auch mal danke zu sagen, ich weiß auch, an was das liegt. Die ganze Situation jetzt natürlich äh, mit Covid-19 ist für viele sehr, sehr anstrengend. Man hat so viele Sachen um die Uhren. Da fällt das ein oder andere hinten runter. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es immer mal wieder auch das schöne Feedback an dieser Stelle gibt. Also, lütz! <laughs> Der Lutz, der lacht mich aus hier. Kurs sie 15.000 Punkte. Lutz, ich habe vor dem Jahreswechsel Kurs 14.000 im DAX gesagt. Heute haben wir die 14.500. Man muss sich ja so ein Stückchen rantasten, aber es wird nicht heute kommen. Keine Sorge, Lutz. Ach, ach ja, und selbst wenn. Dann ist es so. Aber wie schon gesagt, es ist da. Wir gucken nachher in die Charts auch rein. Zuvor allerdings, äh, wie immer, die Tür ist offen für Wunschmärkte. Einfach rein in die Chats an dieser Stelle auf Facebook und auch auf Zoom. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, das Risiko mit zu besprechen. Hier der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das wäre durch. Und damit sprechen wir hier über die Tagesnachrichten. Ja, ähm, ist ein bisschen was an Nachrichten heute da? Biden hat gesprochen, war eine sehr interessante Rede. Gehe ich nachher also in Nuancen drauf ein, was da das Thema wichtig ist. Auch ein bisschen im Zusammenhang mit dem Biesburg, was wir am Mittwoch bekommen hatten. Da hatte ich ja schon avisiert, dass wir da heute drüber sprechen werden, weil das Biesburg ist für die FED extrem wichtig. Da wird genau geschaut, was im Lande passiert und danach richtet man sich aus. Und es gibt so einiges, was da so Schatten vorauswerfen kann, bzw. Schatten vorauswirft. Ähm, gerade auch was das Thema Inflation unter anderem mit angeht. Da gibt es schon deutliche Hinweise, auch in der aktuellen Phase. Dazu später mehr. Wir müssen das wissen äh, für unser Trading, damit wir so zumindest mal einen groben Fahrplan haben, auch wenn wir wissen, dass es meistens anders kommt, als man das erwartet. Deswegen ähm, Sichtfahren ist immer besser an dieser Stelle, gerade wenn es kurzfristig wird. Ansonsten heute, wir sehen es hier. Viel USA lastig, 14.30 Uhr gibt es einen Haufen Nachrichten, äh, die Einzelhandelsumsätze. Wir bekommen den New York Empire State Herstellungsindex. Äh, die äh, Einzelhandelsumsätze bzw. die Industrieproduktion gibt es dann um 15 Uhr, 15, 16 Uhr. Kommt von der Uni Michigan das Thema Konsumentenerwartung und Verbrauchervertrauen und dann gibt es am Abend für diejenigen, die darauf immer wieder schauen, ja, die CFTC Reportings, also die COT-Daten äh, für die aktuelle Woche. Die Daten, die heute Abend sozusagen um 21.30 Uhr veröffentlicht werden, damit man sehen kann, was die Big Boys gemacht haben. Und zum Thema Big Boys äh, COT Reports betrifft ja Futures. Ähm, wir werden hier bald die Futures mit besprechen. Ne? Tigme bietet es jetzt an, den Trading-Möglichkeiten für die Futures und ähm, da bin ich auch gerade am Arbeiten, dass äh, hier die ganzen Daten vorhanden sind und wir das in unserer morgendlichen Besprechung auch mit reinnehmen können. Denn ja, wer mich kennt, der weiß inzwischen, ich handle eigentlich alles, was handelbar ist, wo gute Handelssignale auftreten. Und deswegen freue ich mich hier auch, das Potpourri weiter aufmachen zu können. Dass Tigme hier den Weg geht, ist für mich ja einfach eine Konsequenz ähm, und das ist wichtig und richtig. Dass wir als Trader sozusagen eine breite Asset-Klasse haben. Warum natürlich? Weil man damit natürlich so weit wie möglich seine Handelsmöglichkeiten ausdehnen kann. Ja, und immer wieder andere Dinge zum Traden benutzen kann. Und ich persönlich mache das jetzt nicht zum Thema Risikostreuung, äh, wie das viele machen. Ich tick da komplett anders. Ich streue meine Chancen. Die Risiken habe ich anderweitig in der Kontrolle, weil die Chancen auf die Chancen zu setzen, ist viel, viel, viel ertragreicher, als immer nur die Risiken im Blick zu haben. Ja? Also das mal bitte auch aufschreiben, wenn der Bankberater immer sagt, wir müssen hier die Risiken unter Kontrolle haben. Klar muss man das, aber ich sage auch immer, man sollte sich auf die Chancen konzentrieren und das Risiko im Blick haben und nicht das Risiko im Blick haben und zu versuchen, ein paar Chancen mitzunehmen. Das sind gravierende Unterschiede, was auch. Die Möglichkeiten im Handel angeht. Also das hätten wir dazu und dann gucken wir die Nachrichten jetzt noch durch, denn es gab natürlich auch diese Woche ein paar Nachrichten hier. Die ganzen Reden, äh, die hier gekommen sind, die blenden wir momentan mal ein bisschen aus. Ich will hier einfach nur kurz auf die Zahlen eingehen, ähm, was das Thema anging hier bei den offenen Stellenangeboten sehen wir, die sind etwas schlechter ausgefallen als erwartet. Äh, Verbraucherpreisindex in den USA ein bisschen auf der Stelle getreten im Dezember. Was eine gute Überraschung war, waren die Lager. Bestände die sind zwar nicht so weit zurückgegangen wie in der Vorwoche aber immer noch deutlich mehr als das was die Analysten erwartet haben das sehen wir auch nachher so ein bisschen im Bipuck was das Thema auch der sag ich mal Energiesorten auch angeht die hier gewählt werden können. Das Ganze hier, Öl ja weiterhin im Anstieg. Öl habe ich übrigens sehr, sehr genau im Fokus. Ähm, da wird es wahrscheinlich äh, am Sonntag im Research am Sonntag ein Spezial zu geben. Ich möchte allerdings die Wochenkerze abwarten, weil es ist sehr, sehr wichtig, jetzt auf die Wochenkerze mal zu schauen, was hier passiert. Ich kündige das schon mal an. Ich kann es nicht versprechen, dass es das WTI tatsächlich am Sonntag wird. Aber es schaut momentan so aus, als wenn sich da eine interessante Sachlage entwickelt, die man durchaus zum Start in die neue Handelswoche für den einen oder anderen kurzfristigen Trade mitnutzen kann. Das vorab und dann haben wir schon das Thema am Mittwoch durchgehabt und am Donnerstag gab es, nein, doch gestern am Donnerstag gab es die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und da müssen wir einfach hier Augen zu. Das ist natürlich keine gute Zahl, die wir hier haben. Es waren 795.000 neue erwartet worden, 965.000 sind es gewesen und das zeigt uns mal, wie angespannt der Arbeitsmarkt in den USA momentan ist. Also, der Arbeitsmarkt zeigt ein sehr gemischtes Bild, aber an solchen Zahlen ähm, sieht man, dass die Lage doch sehr, sehr angespannt ist. Ähm, und das Ganze bleibt auch noch eine ganze Weile so, denn wir werden es nachher auch im Beachbook sehen, beziehungsweise wenn ich kurz ein paar Worte zur beiden Rede sage, im zweiten Teil dann nachher ähm, wird man sehen, äh, was auch den Arbeitsmarkt belastet, beziehungsweise beschäftigt. Und das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen. Auswirkungen zum einen auf die Kurse, aber zum anderen auch auf die Aktionen äh, der Staaten. Hier in dem Moment natürlich äh, in den USA, aber das Thema haben wir ja auch bei uns in Deutschland: Covid-19-Hilfen äh, für sozusagen die Wirtschaft. Und da ist ja global das Ganze umspannt hier entsprechend auf dem Schirm. Das ist. Zu den Nachrichten dieser Woche. Und dann kommen wir kurz zum äh, ja, Vorausblick auf die nächste Woche. Moment. Haha, <laughs> Guys, was ist denn hier jetzt passiert? Ähm, jetzt habe ich völlig hier in dieser Grafik vergessen einzufügen, was wir nächste Woche an Nachrichten haben. Also, sowas, Seidel. Das machen wir es einfach live. Aber das geht ja nun mal gar nicht. Also, was bekommen wir nächste Woche? Da muss ich mal rüberschielen auf dem Monitor. Eine Sache ist natürlich klar: am Montag Martin Luther King's Day in den USA, da ist Feiertag. Das werden wir mit guter Wahrscheinlichkeit an den Märkten merken, dass die Amis dort fehlen. Ansonsten kriegen wir am Montag aus den USA äh, Daten zum BIP für das äh, vierte Quartal und die Industrieproduktion. Äh? Zum Thema China hatte ich ja auch was gesagt: zum Thema China-Exporte, zum Thema. Thema Wunsch von Trump. Ich habe äh, so die leise, die leise, die leise, äh, sage ich mal. Gedankenwelt in meinem Köpfchen, dass äh, sich Trump ein bisschen vertan hat, damit äh, China ein, ein Bein zu stellen und zu sagen, Geist so nicht mit, die, mit den USA, da wird nicht so viel ähm, importiert in den USA. Also wenn man sich die Daten von China mal anschaut, die sind schon nicht schlecht gewesen, die wir da dieses, diese Woche bekommen haben äh, zum Thema Export. Ansonsten nächste Woche, Dienstag gibt es ZEW Konjunkturindex, Mittwoch gibt es das Verbrauchervertrauen für die EU und am Donnerstag dann, was haben wir hier? In der EU Zinsentscheid der EZB. Ja, ich glaube, da wird nicht viel passieren. Aber wichtig ist, was danach kommt. Da haben wir die Pressekonferenz und da dürfte einiges Wichtiges genannt werden. Erstens zum Umgang mit äh, dem Thema äh, Covid-19-Krise. Und zum anderen natürlich ähm, werden wir hier sehen, wie sich der Euro entsprechend bewegt. Und der ist ja nun deutlich unter Druck bekommen. Gibt auch noch den Philly Fed Herstellungsindex aus den USA am Donnerstag und am Freitag bekommen wir dann hier bei uns in Deutschland das Thema Einkaufsmanagerindex äh, und in den USA die Verkäufe bestehender Häuser. Also nächste Woche ein paar wichtige Nachrichten, die durchaus kurstreibend sein können. Biden wird nächste Woche auch vereidigt. Äh, da muss man auch sehen, äh, wie hier das Ganze weitergeht zum Thema äh, auch der möglichen Ausschreitung, FBI hat ja gewarnt. Also, da könnte es Unruhen geben. Muss man sehen, inwiefern das Auswirkungen auf die Wirtschaft, beziehungsweise auf die Wirtschaft, auf die Kurse zumindest kurzfristiger Natur hat, weiß ich nicht genau. Ähm, sowas kann man unheimlich schlecht planen. Aber äh, wenn das FBI schon warnt, äh, sieht man, dass die äh, Kollegen das dort definitiv auf der Uhr haben. Und äh, ja, da kann man nur hoffen, dass hier chaotische Umstände ausbleiben. Gut, also, das hätten wir da. Uh, und ja, <laughs> wir gucken jetzt in die Chat. Ich kann es kaum erwarten. Uh, es ist echt schöne Bewegung da an dieser Stelle. Übrigens, uh, MTON Live funktioniert auch wieder. Update ist durch für diejenigen, die es mit benutzen. Keine Ahnung, was war. Aber ich habe den Timo, der das Ganze programmiert, Bescheid gesagt. Der hat es gerichtet und jetzt läuft das Ganze wieder. So, jetzt muss ich nur mal noch hier. Die Bildschirmfreigabe machen, dass wir alles schön im großen sehen, im großen Stil hier. Ja, und dann lasst uns doch einfach mal kurz schauen. Ich würde sagen, wir machen mal kurz flott die Währungen. Britisches Pfund, japanisches Yen, Neuseeland, Dollar, Schweizer Franken habe ich auf der Uhr. Und dann gehen wir zum DAX, gerne auch zu dem ein oder anderen Wunschmarkt. Und dann nicht zuletzt natürlich schauen wir uns ähm, noch ein paar andere Indizes an. Also an dieser Stelle. Der Chat ist offen. Rein mit den Wunschmärkten. Würde mich freuen, äh, wenn das Ganze hier auch ein bisschen mit befüllt wird, weil ich weiß ja, es schauen schon einige zu. Aber bei uns in Deutschland sind die Leute immer ein bisschen scheu in den Webinaren. Guys, ich tue ja keinem weh. Ihr könnt ruhig schreiben, äh, von der Seite her scheut. Euch nicht, ich freue mich drüber. Gut, wir schauen jetzt in Charts. Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken. Schauen wir erstmal an. Neuseeland-Dollar äh, ist richtig ordentlich nach oben hin unterwegs, hier an dieser Stelle. Ähm, und was mir hier an diesem Chart besonders gut gefällt, ist die aktuelle Verortung. Ja? Das Thema Verortung ist ja immer wichtig, ähm, damit man so ein bisschen weiß, was so passieren kann. Ja? Und das Thema ist auch in meiner letzten Ausbildung ein wichtiges Thema gewesen. Schöne Grüße übrigens an meine. Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich weiß, der ein oder andere schaut hier morgens zu. Guys, und das ist mal wieder so ein schönes Beispiel, wo wir einfach sagen, da ist jetzt ein Widerstandslevel und wir wissen ja, was an Widerstandsleveln passiert und vor allen Dingen, warum das passiert. Und diese Frage ist halt so immens wichtig. Und da ja, ist jetzt ein richtig, richtig schöner Drehpunkt an dieser Stelle zu sehen. Und zwar. Ist es sehr, sehr spannend, was hier oben passiert. Denn, wie schon gesagt, das Level da oben ist da. Hier der Drehbereich, ich sag mal so um die, naja, knapp 64, 50 da oben rum. Ho, getroffen. Also das Level hier oben. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Denn wir sehen hier oben natürlich schön den Aufwärtstrend laufen. Und was wir auch sehen ist, das ist der Bewegungsarm, der letzte hier. Wartet mal, ich lege mal ganz kurz das MTO in Live-Signal mit rein. Hier an dieser Stelle. Ja, da kann ich auch mal dem einen oder anderen zeigen, wie das Ganze funktioniert, ähm, hier die Trends sozusagen auch mit anzeigen zu lassen. Äh, und das heißt halt, wir schauen uns jetzt mal den Lower Timeframe an. Und das sehen wir nämlich schön hier an dieser Stelle. Ich mache es mal noch ein bisschen dicker hier, da können wir es besser sehen. Schaut mal, das hier ist der letzte Bewegungsarm. Ne? Und äh, ich hoffe, der große Trend ist erkennbar. Also hier sehen wir, aufwärts ging es abwärts, hier ging es schön aufwärts. Also das heißt, rein von der Verortung her sind wir schon schön aufwärts gerichtet. Und wenn wir uns jetzt nochmal eben hier diesen letzten Aufwärtstrend anschauen, dann sehen wir, dass das der Bewegungsarm ist. Und das, was mich persönlich so besonders freut an dieser Situation, ist halt das Spannungsband, was sich hier aufbaut. Denn wir haben hier wirklich zwei klasse Möglichkeiten. Nummer eins natürlich ähm, die angefangene Umkehrbewegung hier unten raus, die setzt sich nach oben fort und wir nehmen den Widerstand oben raus bei 64,50 und dann können wir uns nämlich schön zur Oberseite orientieren. Da mache ich mal kurz ein bisschen kleiner, denn wir haben oben ein paar schöne Anlauflevel liegen. Schaut mal hier. Einmal da oben haben wir ein kleines Zwischenhoch hier drin liegen. Grob die Marke 6485. Wartet mal, ich mache euch das mal ganz kurz. Oben macht man ja immer die Linien in Rot, äh, weil das Level sind, wo die Kurse auch wieder drehen können. Äh, von der Seite her, Nummer 1. Also hier ganz grob. 64, 85, 84, 85. Und schaut da oben. Hier haben wir ein kleines Zwischenhoch um die 65, 50. Das sind mal die nächsten zwei Anlaufpunkte. Das kann man dann auch noch ein bisschen weiter drehen nach oben hin. Hier schaut mal das Level hier um die 66, 70 ist dann der nächste weiter gefasste Bereich. Wenn hier die Bullen weiter auch Attacke machen, das wäre jetzt sozusagen das Long Setup. Wenn wir direkt nach oben laufen und zum Thema direkt nach oben laufen müssen wir natürlich über das Tageshoch von gestern drüber. Wir schauen uns das Ganze gleich mal in den kleineren Zeiteinheiten an. Ich möchte jetzt nur noch mal beim größeren Bild bleiben und im größeren Bild möchte ich mal noch auf einen Kontext eingehen. Hier an dieser Stelle schaut mal hier den letzten Bewegungsarm und der wird ja momentan sehr sehr flach korrigiert, wenn man sich mal die gesamte Bandbreite anschaut. Man sieht das auch, wenn ich hier mal ähm, die Entry-Bars reinpacke hier an dieser Stelle. Schaut mal, die Korrektur ist noch hier oben im rot-gelben Bereich. Hier ist der tiefgrüne Bereich. Und dadurch, dass wir hier eine flache Korrektur haben, haben wir natürlich auch, sage ich mal, immer auch auf der Uhr, dass aus dieser flachen Korrektur durchaus eine etwas tiefere Korrektur werden kann. Und da kommt es jetzt genau darauf an, was wir hier an dieser Stelle haben. Schaut mal, hier unten haben wir dieses kleine Zwischentief, hier unten. Da, die Zahl jetzt hier steht, ich, das Tief dieser Kerze meine ich damit. Ne? Also ungefähr die Marke von 6360. Ich mache das Ganze mal eben in Blau, weil wir brauchen diese Linie gleich noch in der kleineren Zeiteinheit. Wenn wir nämlich dort unten drunter fallen, dann haben wir... Im Kleinen erste mal einen validen Abwärtstrend, der sich dann nach unten ausbauen kann. Und wenn wir uns mit dem Thema nach unten Ausbauen beschäftigen, müssen wir erst mal schauen, das Thema der Korrekturausweitung kann ja locker mal bis unten reingehen hier. In diesem Bereich hier, in dieses Kauflevel, grob die Marke von 62,30. Und da sehen wir auch mal wieder, dass andere Level hinten gute, äh, sag ich mal, Aufkaufgelegenheiten haben. Wenn wir das hier sehen, hier schaut mal, dieser Bereich hier, das war ein, ähm, ein, ein Kuss-Treiber-Level. Hier sind wir deutlich drüber. Nochmal drauf, da war es ein Unterstützungsbereich, ging es hoch. Ein zweites Mal drauf, wieder Unterstützungsbereich, ging wieder hoch. Da sieht man, welche Kraft dahinter steckt. Und das wäre jetzt zum Thema Korrekturausweitung auf die Unterseite definitiv mal ein Level, was ansteuerbar ist. Und das schauen wir uns jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit an. Dazu gehe ich eben mal hier in den 4-Stunden-Trend rein. Und im 4-Stunden-Trend sehen wir halt sehr, sehr schön, dass wir hier, sag Sagen wir mal schon wieder nach oben unterwegs sind. Ja? Das heißt, wir haben hier den validen Aufwärtstrend. Wir hatten hier zwischendrin die Korrektur. Der Korrekturarm ist jetzt rausgenommen worden. Das ist sozusagen hier die Tageskerze von gestern. Wartet mal, man kann das hier auch einstellen. Jawohl, genau. Schaut mal. Das hier waren die Abwärtskerzen. Ne? Also Verkaufstag, Verkaufstag, leichter Erholungstag, Verkaufstag und dann ging es drüber. Jetzt korrigiert das Ganze und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, was brauchen wir. Und wir brauchen, um die Bewegung nach oben zu treiben, ganz klar den nächsten Schub zur Oberseite hin. Und das wäre dann genau das, was wir hier raus sehen. Also hier, das ist die Initialzündung nach oben. Das jetzt die Korrektur und dann wäre es die Bestätigung, das wäre genau die Umkehrlage, die Bestätigung der Umkehrlage, dass der Markt die Oberseite annehmen möchte und das Long-Szenario spielen möchte. Das die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich hier an dieser Stelle. Was passiert, wenn das nun Ausflug nach oben gewesen ist und wir direkt unten reinbrechen? Dann schaut das Bild nämlich ein bisschen anders aus. Dann haben wir hier den Schub nach unten. Gehabt, einen kurzen Ausflug drüber und dann, wie schon gesagt, ein größeres Bild. Und das wäre dann, wenn wir jetzt tatsächlich wieder nach unten fallen, das Bild würde dann so aussehen. Erster initialer Schub nach unten, Gegenbewegung, zack, zur Unterseite hin. Und dann haben wir natürlich ein paar schöne Level, wo wir uns auf der Unterseite bedienen können für die Kursziele. Hier, ich zeichne es mal ganz kurz, ich skizziere es mal ganz kurz an. Diese beiden Level, die wir dort unten haben, das sind Marker, die sind wirklich sehr, sehr wichtig. Und hier sehen wir es. Dieses Level hier grob um die Marke von 063 bis 0631. Schöner Supportbereich, schöner Zielbereich für eine shortphase Und das zweite Level nach unten ganz klar, das hier um die Marke von 6240, beziehungsweise hier unten im Tief bei 6232, ähm, 32, das Tief hier unten in etwa. Das sind die Marker, die wir im Kleinen auf der Uhr haben. Und das ist der schöne Spannungsbereich, der sich aus diesem schönen oberen Kurslevel aus dem Tag heraus begibt. Und hier wird sich zeigen, bleibt es eine hohe Korrektur und die Bullen machen hier Attacke nach oben hin oder kommt es zur Korrekturausdehnung? Beide Seiten sind sehr, sehr spannend. Und sehr, sehr schön zu sehen, zum Trading zu nutzen. Und damit kommen wir zum zweiten Währungspaar, was ich hier vorbereitet habe. Wie schon gesagt, Wunschmärkte gerne rein. Äh, wir haben auch noch andere Währungen, die ich mit besprechen kann. Wir schauen jetzt auf britisches Pfund, japanischer Yen. So, jetzt muss ich mir mal kurz das Währungspaar raussuchen. Da ist es hier an dieser Stelle. Ja. Auch eine schöne Verortung. Ähm, sehr, sehr interessant zu sehen, was hier gerade entsprechend los ist. Aufwärtstrend ist da. Verortung aktuell schön im Widerstandsbereich. Schaut mal hier das Level, in dem wir uns befinden. Hier dieses Band da oben. Das ist momentan ja irgendwo der Top-Bereich. Moment. Ich ziehe es einfach mal kurz hier rüber. Das also der Bereich da oben ähm, grob um die Marke. Hier haben wir es drin stehen von 142,45 bis 142,50. In etwa. Wartet, ich mache das mal kurz. Auch optisch zum Widerstand. Das heißt die Linie rot und etwas dicker hier an dieser Stelle und natürlich hier knapp. Moment, so da oben der Deckel. Den haben wir da und das ist jetzt quasi der Widerstandsbereich dort oben. Und da ist ebenfalls das Spannungsumfeld so ähnlich wie das, was ich gerade <laughs> beim Neuseeland-Dollar-Schweizer-Franken gesagt hatte. Es kommt darauf an, wie der Markt sich jetzt weiterentwickeln möchte. Wir sehen es, wir schwanken hier nach oben rein. Also, wir haben hier wieder auch eine Aneinanderreihung von steigenden Hochs und steigenden Tiefs hier in diesem Bereich. Ich skizziere es einfach mal ganz kurz rein. Das ist der Auflauf hier. Und hier haben wir im kleinen Bereich natürlich auch den Bewegungsarm, der schön nach oben trendet und der jetzt auch weit hochgelaufen ist. Und hier oben in diesem Bereich haben wir jetzt ganz genau das gleiche Bild. Eine Konsolidierung auf relativ hohem Niveau auf dieser Stelle hier oben. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie weitet sich das aus? Also, auch hier eine hohe Flagge, kurz unter dem Widerstand. Da wäre ein bullischer Ausbruch ein sehr, sehr starkes Zeichen. Und da können wir auch schon relativ flott sehen, wo wir uns auf der Oberseite orientieren können. Sollte es tatsächlich zu einem Ausbruch über die 142,50 kommen, nächstes Anlauflevel, schaut mal hier oben rein: 144, ein paar, eine 50. Beziehungsweise, wer genau hinschaut, schaut mal hier, haben wir noch ein kleines Drehlevel. Das ist dann hier. Der Bereich so grob um die Marke von 143,75. Das ist mal das, was wir auf der Oberseite da haben. Aber wir müssen natürlich auch die Unterseite beleuchten. Und das ist halt ein wichtiges Thema. Sollte es zum Ausbruch hier, ich habe mal ganz kurz hier dieses Kursmuster noch rausgelöscht, sollte es zum Ausbruch durch die Unterseite kommen? Das heißt, wir hier diese Seitwärtsphase verlassen. Jetzt schaltet jetzt mal in die vier Stunden um. Da sehen wir die Seitwärtsphase, auch wenn sie noch relativ jung ist. Es ist eine Seitwärtsphase und diese Seitwärtsphase kann sich natürlich auch auflösen. Ne? Das heißt, wir haben hier oben quasi den, äh, den, den Deckel und unten die Unterstützung hier in diesem Bereich. Und sollte der Markt tatsächlich nach unten durchrutschen, dann müssen wir uns auf die Swing-Lows beziehen. Also das heißt, hier in etwa würde das dann quasi so aussehen, dass wir hier der Ausbruch nach unten, dass der gesucht wird. Und wenn wir dann auch hier diesen Kaufbereich um die knapp 141,35 rausnehmen, dann können wir uns zur Unterseite orientieren, mit Zahlen mal hinterlegt. Wir haben ein paar richtig schöne Swinglos unten drunter liegen, die wir durchaus anlaufen können hier auf dem Weg nach unten. Und das sind die Marker, die auf der Korrekturseite interessant werden. Ne? Und da schauen wir uns das Ganze mal an. Also hier grob gesagt 140, um die 33. Hier der Kaufbereich bei knapp 139, 45 bis 50 in etwa rein. Ja, und dann hier dieses kleine Zwischenlevel hier unten um die knapp 138. Und dann haben wir schon den Supportbereich bzw. die tieferen Lows hier unten um die Marken von, Moment, jetzt muss ich es nur runterziehen. Hier, da haben wir ein Tief um die 136, 95, 96 und dann das Zwischentief hier unten bei 136 knapp. 78, das ist das, was wir unten haben. Auch hier schönes Spannungsumfeld und durchaus für die aktiven Trader etwas zum Anpacken, was man auf der Unterseite haben kann. Eines muss man natürlich auch betrachten. Für das Thema Daytrading sind die Kursbereiche hier unten nichts. Also ich glaube nicht, dass wir innerhalb von einem Tag da unten reinrutschen. Ne? Die kurzfristigen Daytrader, die äh, orientieren sich in einen deutlich kürzeren Bereich. Ne? Und das sage ich mal an dieser Stelle, was hier notwendig ist, ist mal zu betrachten, was passiert denn hier? Das heißt, an dieser Stelle mal unten rein, hier sage ich mal, dieser Schwankungsbereich, den wir hier haben, der wäre mal ein idealer Anlaufpunkt. Das heißt, der Schub hier oben rein, der letzte Bewegungsarm, der wäre gut für die Planung und das schauen wir uns jetzt mal kurz im 5 minuten chart auch an, damit wir es mal sehen können. Und da sehen wir nämlich, wo da die trendigen Anlaufpunkte sind. Ich muss das jetzt mal ein bisschen kleiner raffen, dass wir es besser sehen können. Aber wir sehen es hier. Wenn der Bruch nach unten tatsächlich kommt, wäre das erste Anlauflevel hier dieser Bereich. Ich skizziere es mal kurz an in Grün. Dieser hier, der Ausbruchsbereich. Ob das war die falsche Marke? Kurzen Augenblick. Wir brauchen das Kästchen hier. Dieser Ausbruchsbereich, der wäre da wichtig. Ja, und dann für die Planung, da schauen wir uns einfach mal den Trend hier an. Und das ist der Bewegungsarm in der Stunde, mal bezogen auf den 5-Minuten-Chart. Hier ging es dann deutlich nach oben, aber wir sehen hier unten drunter. Gab es auch immer schön ein paar schöne Schwankungsbereiche und da können wir uns schön dran orientieren. Das heißt, die Zwischentiefs dann reinzunehmen von dieser Marke aus, das ist dann genau das Level. Fallen wir hier unten drunter. Also wenn es tatsächlich hier aus dieser Aufwärtsphase dann eine Abwärtsphase wird, hier unten rein, dann haben wir hier. Die Zwischentiefs. Und an diesen Zwischentiefs können sich die kurzfristigen Trader orientieren und ihre Gewinnmitnahmen entsprechend planen. Und das passt dann eher zum Kontext an dieser Stelle mit rein. Also, das hätten wir da im britischen Fund, japanischen Yen. Und damit kommen wir jetzt zum Daxo. Kurz vor 9 heißt also hier. Oh, ich sehe gerade, Facebook schreibt mir keinen Ton. Leute. Hört ihr mich nicht mehr? Also laut meinem Tool müsste der Ton noch rüberkommen. Bitte mal kurz eine Info, ob der Ton da ist. Auf Zoom sehe ich, da kam was zurück. Äh, auch zum Thema Öl. Facebook, bitte kurz eine Frage, äh, ob der Ton da ist. Da würde mich das Ganze mal interessieren, dass ich mal ein Feedback bekomme. Ob der Ton nur temporär weg war oder bei allen weg ist, das muss man dann mal prüfen. Wir machen in der Zwischenzeit weiter. Mit dem Blick in den DAX, hier unseren schönen Light-Index in Deutschland. Ja, und ähm, der Ton ist perfekt, bekomme ich gerade. Super, danke, Lutz. Keine Ahnung, was los ist. Du kannst mich ja nicht hören. Ich hoffe, dein Ton geht auch gleich wieder. Wir blicken jetzt in den DAX rein und der DAX zeigt uns ein tolles Kursmuster. Ich lösche mal kurz Linien raus, die ich gerade nicht brauche. Wir sind verortet in einem Aufwärtstrend. Das sollte mittlerweile an dieser Stelle natürlich, wie sagt man immer so schön, ähm, ja, ein blinder Mensch mit Krückstock sehen, dass der Aufwärtstrend vorhanden ist. Hier ist, wir sind schön am nach oben schwingen. Wir haben steigende Hochs, wir haben steigende Tiefs und wir haben ein schönes Dreiecksmuster an dieser Stelle hier oben reingezeichnet. Ich habe es mal anskizziert hier an dieser Stelle. Das Trend hoch war oder das Allzeithoch, was wir in diesem Jahr hier auch schon gesehen haben, 14.134 ähm, äh, Punkte war das Allzeithoch hier oben. Jetzt haben wir hier ein Korrekturmuster, ein Dreieck, den man hat es mal nach unten rausgelupft an dieser Stelle ähm, und wir sehen hier einen ja, Ausbruch nach unten, der allerdings noch nicht genau bestätigt ist. Das habe ich im Blog auch geschrieben. Wir haben zwar jetzt den Ausbruch nach unten, die Oberseite ist aber trotzdem noch da. Das schauen wir uns in kleineren Bereichen nachher gleich mal noch an. Der Grund, warum ich hier die Oberseite nicht beiseite schieben möchte, ist einfach mal schauen, wie die Amis heute Nachmittag reagieren, weil ähm, die Hilfspakete oder das Hilfspaket, was Biden jetzt geschnürt hat, das ist nicht von schlechten Eltern und das könnte durchaus gute Laune an den US-Märkten bringen. Ähm, deswegen äh, sollte man den DAX auf der Long-Seite nicht wirklich direkt verabschieden. Also, das heißt, wenn wir uns das Bild mal anschauen, wir haben hier ein Dreieck, das hat durchaus Potenzial, einen bullischen Charakter zu tragen, ähm, Und weil wir sind hier im Aufwärtstrend entsprechend verortet. Ähm, wir haben auf der Unterseite einen schönen Unterstützungsbereich, also sollte es doch nochmal zum Ausbruch nach unten kommen. Hier 13.800 Punkte sind ein schöner Auffangbereich. Das wäre auch ohne weiteres ähm, eine, 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 ein Test unten ran, ohne das Gesamtbild zu verändern. Da wird er halt. Hier aus dem Dreieck dann eine konsolidive, äh, wie nennt man das? Eine <laughs> konsolidierende, jetzt habe ich es, Seitwärtsphasewerten, die wir dann auch nach oben oder nach unten auflösen können. Wichtig ist, was passiert an der 13.800 Punkte-Marke. Wenn die weggewuppt wird, kommt die 13.500. 1564, beziehungsweise hier dann der große Ausbruchsbereich bei 13.400 Punkte ins Spiel. Mal sehen, ob es soweit kommt. Es kann durchaus passieren, wenn der Markt plötzlich anfängt, die Panik zu spüren, beziehungsweise zu spielen, die unsere Regierung momentan hat. Ja, der ein oder andere wird jetzt sagen: wie Panikregierung? Ähm, die machen doch nichts anderes. Aber man merkt schon, dass äh, unsere Regierung deutlich, deutlich angespannt ist. Und wenn wir plötzlich wieder. Möglicherweise äh, einen Lockdown bekommen, der auch die Industrie betrifft. Äh, ich denke mal, da wird es ziemlich flott auch eine Reaktion im DAX geben. Wie schon gesagt, momentan haben wir das noch nicht, äh, aber diese Dinge sind halt da und das kann sich sehr, sehr schnell wieder auswirken. Wir haben ja am Jahresanfang letztes Jahr gemerkt, wie schnell das gehen kann. Deswegen sollte man das auf der Uhr haben und die Unterseite auch mit anplanen, weil wenn sowas passiert, so ein ruckartiger Schub nach unten, dann werden auch charttechnische Marker ähm, berührt, die dann einfach für eine Verkaufswelle sorgen können. Und das ist dann entsprechend etwas, das man auf der Uhr haben sollte. So, und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Punkt, ähm, dass äh, wir hier ähm, das Kursziel oder dass ich hier das Kursziel von äh, von, ähm, äh, sag ich mal, 14.500 Punkten auch ausgerufen habe. Ähm ja, das ist natürlich etwas, wir sind hier auf Allzeithoch äh, oben rauf. Ne? Und das ist halt ein Punkt, wo man einfach sagen kann, was wird denn hier? 14,4, 14,5 in diese Richtung. Das sind Dinge, die durchaus mit drinnen sind. Und wenn man einfach mal das Bild hier unten ausmisst, mal diese aktuelle Korrekturtiefe hier entsprechend nimmt, aus dem, was unten rausgekommen ist, also die letzte Korrektur sozusagen, ähm, die haben wir ja hier, Nummer 1, äh, da haben wir nach oben hin gut ausgeholt. Und wenn man jetzt mal sozusagen diese Korrekturtiefe von hier Unten da oben rauf schiebt, dann kommen wir halt dort oben ran in diese Richtung, ähm, Richtung 14.500 Punkte. Hier schaut mal, wenn man das eins zu eins mal oben drauf spiegeln wird, dann sind wir bei 14.455. Also Rein von der Technik, äh, das ist das, was der ein oder andere Charttechniker immer mal mit benutzt. Das sind Marken, die kann man da suchen. Und das ist halt dann Richtung äh, 14.500 Punkte nach oben durchaus drin, wenn der Markt das Potenzial aufholt. Und dass er das macht, haben wir ja auch gesehen hier. Ich kann es nochmal kurz zeigen. Ähm, das letzte Korrekturtief hier unten, was wir hatten, diesen Bereich unten mal rausgenommen. Und das, wie schon gesagt, oben rauf gespiegelt. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich das treffen kann, das Teil hier. Jawohl, wenn wir das mal oben rauf spielen, dann sehen wir ja, der Markt ist momentan schon in der Lage, die Korrekturtiefen obendrauf zu packen und deswegen hier das Ganze mit rein. Ob der Markt das macht, ja, wir werden es sehen. Das letzte Kursziel, was ich ausgerufen hatte bei 14.000 Punkten, ist ja auch gut erreicht und überschritten worden. Das zum DAX zur Oberseite hin. Und jetzt machen wir mal noch. Jetzt muss ich mal schauen, jawohl, da haben wir es. Ähm, jetzt mache ich mal kurz noch den Blick in die kleinere Zeiteinheit. Äh, da sehen wir auch ein paar schöne Linien, die ich hier eingezeichnet habe. Und diese Linien, die sind durchaus beachtenswert. Äh, und das ist halt der Punkt, wo ich sage, immer mal auch in die kleineren Zeiteinheiten reinschauen. Ähm, denn an dieser Stelle, gerade in den kleineren Zeiteinheiten, sieht man das relativ gut. Wo wir planbare Anlaufpunkte haben. Und das ist im DAX sehr, sehr schön zu sehen an dieser Stelle. Ähm, mit den fallenden Hochs hier oben, beziehungsweise hier unten den ansteigenden Tiefs. Das ist nämlich genau der Punkt, den wir hier haben. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, ähm, habe ich ja vorhin in der Vorrede auch gesagt, okay, wir haben jetzt hier das Dreieck im DAX. Wir haben den Ausbruch aus dem Dreieck im DAX, auch da. Ja, das sehen wir auch im kleinen Bereich. Ich skizziere das mal kurz ein. Wir sind abwärts gerichtet. Wir haben definitiv einen kleinen Abwärtstrend momentan am Laufen. Ähm, und jetzt muss man halt einfach schauen, wird dieser Ausbruch bestätigt? Wir haben jetzt den Ausbruch nach unten und wir kennen das ja auch durch Hin- und Hergespringe. Ähm, kann der Markt durchaus auch mal wieder hochgehen und dann die doch die Oberseite anlaufen? Wenn die Oberseite angelaufen wird, wird es jetzt natürlich erstmal wichtig, hier die 14.020 Punkte Marke zu überschreiten. Das ist der Bereich vom letzten Zwischenhoch hier oben. Und dann ist der Weg offen Richtung 14.000, knapp 96 und dann zum Allzeithoch. Das ist die Oberseite da. Die Unterseite müssen wir mit bespielen, denn es kann natürlich auch kommen oder genau so passieren, dass wir einen bestätigten Ausbruch zur Unterseite bekommen. Und das ist dann genau das Bild, was äh, sich entwickeln wird. Dann haben wir nämlich hier der valide Abwärtstrend, ist ja auch da. Aber wenn der jetzt bestätigt wird, das heißt, wir hier oben wieder rumdrehen, dann ist der Weg nach unten offen. Und das ist für die kurzfristigen Trader sehr, sehr interessant. Denn wenn sich der Trend hier unten fortsetzt, dann haben wir den Weg nach unten auch frei. Und Anlaufmarke haben wir da hier an diesen kleinen Zwischentiefs, die wir da haben. Und die können wir schön rausziehen. Hier unten der Drehbereich, also die Level um die 13.840, 13.800. Hier das Tief war bei 13.804. Und dann hier. Dieser Schwungbereich um die Marke von 13.725. Das können wir sogar noch weiter ausweiten, je nachdem, wie stark die Volatilitäten werden. Hier im Mittelfristbereich 13.615. Und weil ich das gerade für die kurzfristigen Trader im Intraday-Bereich so schön äh, genannt hatte, äh, beim Vorwährungspaar, schauen wir uns das Ganze natürlich jetzt auch mal noch im Intraday-Bereich an. Das heißt, hier an dieser Stelle schaut euch das mal an. Der Abwärtstrend ist halt da auf der Stunde. Das hatte ich auch gesagt das was wir jetzt hier sehen ist der korrektive gegenlauf und da können wir natürlich uns auch ein bisschen nach oben orientieren an den zwischenhochs in 5 Minuten hier haben wir knapp die Marke von 13957 Zählern und dann haben wir hier oben den verkaufsbereich um das level von 13990 9192 oben rum und dann noch oben drauf wäre mal dieser schwungbereich hier grob um die marke von 14.000 Punkten, die wir hier an dieser Stelle sehen. Und das ist wirklich das sehr, sehr Interessante, was hier an dieser Stelle läuft. Also eine durchaus positive Markteröffnung, die wir hier haben. Ähm, der Rutsch nach unten hin, Ausbruch aus, dieser, äh, aus diesem Dreieck kam ja vorbörslich sozusagen ähm, hier in der Nacht. Und jetzt werden wir sehen, was die Händler daraus machen. Ne? Die ersten sieben Minuten laufen im Handel und wie schon gesagt, das Potenzial zur Oberseite ist durchaus da. Sollte es aber dazu kommen, jetzt skizziere ich mal wieder ein, ein entsprechendes Bild, ja, weil die Bilder wiederholen sich immer wieder, dass wir hier irgendwo hochlaufen, nochmal eine Korrektur machen und wir dann irgendwo hier oben in diesem Level umdrehen ähm, und wir dann zum Bruch in den fünf Minuten kommen und dann den Abwärtstrend in den fünf Minuten haben, das wäre dann das Umkehrsignal, dass der Markt sich wieder zur Unterseite hin orientiert. Und auch da haben wir schon ein paar Anlaufmarker, nämlich aus aktueller Sicht hier mal der Bereich vom Zwischentief um die Marke von knapp 13.908 Punkten. Dann der Wechselbereich hier, der Drehpunkt hier an dieser Stelle, als wir in den Aufwärtstrend reingegangen sind, die Marke von knapp 13.900 Zählern. Und dann haben wir schon unten das Zwischentief hier um die Marke von 13.873 Zählern, wo wir schön diesen Doppelboden haben, wo sich dieses W geformt hat. Also diese Marke haben wir hier im Kurzfristbereich auf der Chartunterseite mit entsprechend da. Gut, dann hätten wir den DAX besprochen äh, und dann würde ich sagen. Weil keine Fragen zu Wunschmärkten auch da sind, schauen wir auf alle Fälle mal auf die Indizes. Wir haben noch eine kurze Information: Ö klebt auf diesem hohen Niveau fest. Jawohl! Genau, ähm, das ist sozusagen Matthias der Punkt, wo ich sage, da möchte ich mir gerne mal die Wochenkerze anschauen, weil heute Nachmittag kann durchaus noch einiges an Bewegung kommen äh, an den US-Märkten bzw. auch am US-Dollar und das ist etwas, das kann den Ölpreis durchaus bewegen und deswegen warte ich mal auf die Wochenkerze ab, wie sie ausschaut, was es für eine Kerze ist und dann schauen wir mal, was wir hier möglicherweise zum Start der nächsten Handelswoche äh, bekommen können, auch wenn die Amis natürlich am Montag fehlen, aber interessant ist es schon, sehr sich da entsprechend drauf vorzubereiten. Deswegen schon mal der Anteaser dass ich möglicherweise hier ein Sonderreporting zum WTI im Research am Sonntag machen werde. Das äh, als Teaser und damit schauen wir mal auf die US-Märkte drauf. Gestern auch ein Tag mit relativ wenig Bewegung im Dow. An dieser Stelle ich mache mal kurz die runden Marken raus. Die brauchen wir jetzt hier bei der Chartanalyse aktuell nicht. Wir sehen äh, im Dow die hohe Flagge. Äh, das an dieser Stelle ist sehr sehr wichtig zu sehen, dass der Markt hier nicht unter Verkaufsdruck gerät. Das heißt die hohe Flagge oben ist entsprechend da. Im Moment, auch das wieder wie immer visualisiert. Und damit müssen wir natürlich auch schauen, was kann denn aus so einer hohen Flagge werden. Und das ist das Punkt. Also hier. Dass die hohe Flagge im DAU sozusagen mal kurz anskizziert hier an dieser Stelle, ähm, im Aufwärtstrend verortet. Ne? Also der Ausbruch hier aufs neue Allzeithoch wird auf hoher Seite konsolidiert, was in der Regel eher ein bullisches als ein bärisches Zeichen ist. Man verharrt dort äh, und man wartet einfach auf den Amtsantritt von beiden und auch auf die Dinge, die er hier in Bewegung bringen wird und auch, sag ich mal, mit Nachdruck mittlerweile auch angeht. Also Biden hat schon ganz genau auf der Uhr, wie es der Wirtschaft geht. Biden hat ganz genau auf der Uhr, wie es den US-Bürgern momentan geht und dass die vielen Arbeitslosen momentan auch massive Probleme haben, auch die Unternehmen Probleme haben. Deswegen gibt es ja die Stützen, dieses starke Hilfspaket ähm, von ähm, 1,9 Billionen US-Dollar, äh, was wir da haben. Und das ist das, was die Indizes irgendwann auch spielen werden. Man merkt natürlich in den USA auch, dass man massive Probleme hat äh, durch Covid-19. Das werden wir dann auch nachher im Biechbucht äh, sehen. Aber ähm, die Lage ist halt nicht mal einfach zu erklären, sondern es sind sehr, sehr viele Komponenten, die dort entsprechend ähm, an dieser Stelle zusammenfinden. Ähm, und äh, aus denen man sich sozusagen ein Gesamtbild ähm, zusammenbauen muss und genau ähm, dieses Bild ist das was wir entsprechend hier oben auf der Seite im äh, Dow Jones momentan auch sehen heißt also wie geht's weiter es den Markt oben drüber wäre das natürlich ganz ganz klar das Ausbruchsszenario zur Oberseite nun stehen wir allerdings auf einem Allzeithoch und das macht natürlich die Zielplanung oben deutlich schwieriger, weil halt auch die Flagge. So klein ist, kann man halt auch sagen, wenn man die Flagge mal ausmisst, so ähnlich wie ich das gemacht habe, hier unten rein, mal ausgemessen und das oben drauf gesetzt, da kommt natürlich nicht viel an Bewegung. Was allerdings ähm, ein deutlich besserer Bereich ist, was wir hier mittelfristig auch auf der Uhr haben können, ist, was ist denn mit dem großen Bereich? Das heißt, wenn wir hier mal kurz in die Woche schauen, ähm, dann haben wir ja sozusagen, wenn wir uns den Wochentrend mal anschauen, hier, die korrektive Phase gehabt und wenn man sich diese korrektive Phase auf der Wochenbasis mal anschaut hier und das oben drauf setzt, dann kann man schon auf ganz, ganz andere Größen kommen. Das heißt, hier an dieser Stelle, wenn man das mal oben drauf packt hier auf dem Wochenchart, dann sieht man halt ne, ohne weiteres, wenn das komplett ausgefahren wird, dann stehen wir hier bei über. 32.300 Punkten, die hier als Kurs hier durchaus interessant zu nennen sind. Und das ist das, in diesem Umfeld bewegt sich momentan der Markt. Ja, und da sehen wir halt, er schlängelt sich nach oben. Es kann auch immer mal zum Bruch kommen. Sollte es hier zum Bruch kommen ähm, im Dow, dann haben wir hier das Auffanglevel. Also dieser Supportbereich, den wir hier haben, dieser Drehbereich um die Marke von etwas über 13.300 Punkten, ist äh, sozusagen der Kaufbereich. Da ist der Markt. Ganz, ganz ruhig in kleinen Bewegungen oben drüber gelaufen. Da gab es keine Panik, da gab es keine Euphorie. Das ist meistens ein wirklich schönes Zeichen. Der nachhaltige Ausbruch kam und jetzt die Konsolidierung auf hohem Niveau. Da sehen wir 13.300 ist ein schönes Support-Level. Da kann der Markt drauflaufen und das macht auch dann in dem Moment überhaupt nichts. Wenn er drunter geht, in diesem Gesamtbild ist das auch unproblematisch, denn wir haben hier unten das Kauflevel um die 29.580 Punkte bis 29.600 Punkte, ein Auffangbereich, auch da ist alles da. Das heißt, gerade im kurzfristigen Bereich wird es jetzt interessant mal zu beobachten, was oben drauf geschieht. Und da haben wir halt hier oben den Deckel drauf und unten sozusagen den Boden an dieser Stelle. Und das schauen wir uns jetzt mal eben im Stundenchart im Dau hier an. Ich weiß, auch viele traden gerne mal den Dow. Und da sehen wir dieses Abwechseln von äh, den fallenden und steigenden Phasen hoch, runter, hoch, runter. Und da ist es jetzt halt sehr, sehr interessant, was passiert hier. Wir sehen es im Kleinsten, sind wir nach unten verortet. Es ist eine initiale Bewegung. Jetzt gibt es hier die Korrektur. Wenn das im Kurzfristbereich hier eine bärische Flagge wird, dann wäre der Ausbruch nach unten von der Seite zu sehen, dass wir hier, nach unten unter dieser Marke von knapp 30.700. Was haben wir unten? 30.792 Punkte. Hier unten, wenn wir da unten drunter fallen, dann haben wir ganz klar den Abwärtstrend im Kleinstbereich da. Das wäre dann der Ausbruch nach unten aus dieser Flagge hier raus. So, dass so diese Flagge und dann sozusagen zur Trendentstehung beiträgt, beziehungsweise im kleinsten Trend. Der Markt ja schon nach unten. Ne? Das wäre dann so die Fortsetzung und die Anlaufbereiche, die wir dann da haben, sind auch schon schön zu sehen. Hier ist nicht viel zu holen. Der erste Marker, der hier interessant wird, ist mal dieses Level hier an dieser Stelle, als wir hier so ein bisschen verharrt sind. Das ist mal grob der Drehbereich um die Marke von. 15.530 Punkte. Das wäre mal der erste Anlaufbereich. Und dann können wir uns hier im großen Support-Level von 13.300 bis 13.320 Punkte durchaus als Auffanglevel auch dienen. Geht es allerdings nach oben? Das heißt, wenn der Markt sich nach oben weiter orientiert, da wird es natürlich interessant drauf zu schauen, was hier passiert ist. Schaut mal, da ist die Abwärtsbewegung jetzt da. Und sollten wir tatsächlich nach oben rumdrehen, dann haben wir hier schön aus dieser Kaskade nach unten, wo sich der Abwärtstrend so schön fortgeschrieben hat, natürlich die Auffangbereiche oben drüber. Und das wären dann mal schön die Level hier bei 3975 Punkten. Hier haben wir schön das Auffanglevel oder das Drehlevel bei 31000 Punkten. 55 Zählern. Dann haben wir hier den ganz, ganz wichtigen Wechselbereich, als wir von oben nach unten gedreht sind. Knapp die Marke von 31.130 Punkten und dann obendrauf hier dieses Drehlevel, Verkaufslevel um die Marke von 31.190 bis 200. Das ist das, was wir auf der Oberseite haben. Also auch hier sehr, sehr schön ähm, planbar an dieser Stelle äh, und den Punkt nach oben zu treiben. Also echt richtig richtig spannend was wir hier haben und wie schon gesagt im kleinstbereich mit blick auf die stunde das hier ist momentan äh, die das korrektive level was wir hier sehen so leicht trendig nach oben laufen in dem kanal wenn der nach unten wegbricht. Warte mal, ich lege euch mal kurz hier das MTO in Live auch noch mit rein. Ähm, ich denke da manchmal nicht dran, weil ich die Dinge in den Charts natürlich ohne Hilfe sehe. Das habe ich mir über viele, viele Jahre antrainiert. Äh, aber ich weiß halt, dass vielen das, äh, das Leben ein bisschen einfacher macht, wenn ich sowas auch visualisiere. Und wenn es da noch eine Software gibt, äh, ist das natürlich schön. Und schaut mal hier, an dieser Stelle haben wir sozusagen jetzt die korrektive Phase aufwärts laufen hier. Der Markt trendet hier nach oben. Hier haben wir es schön am Laufen. Und wenn das nach unten wegbricht, das wäre dann der Ausbruch aus der korrektiven Formation. Und dann können wir uns zur Unterseite hin orientieren. Das quasi jetzt mal der Blick entsprechend in den Dow. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Fragen haben wir keine. Oh, danke. Äh, ja, schön. Freue ich mich, dass die Analysen ähm, gut äh, auch mit ankommen. Wir machen jetzt nochmal flott den Blick auf den Nasdaq. Und dann, ja... Gucken wir mal aufs Beepbook, auf wirtschaftliche Sachen und noch auf steigende, ähm, nein, entsprechend fallende Renditen bei den US-Anleihen. Und was es damit auf sich hat, möchte ich auch mal ganz kurz anreißen. Allerdings vorher noch mal flott der Blick in den technologielastigen äh, Index. Und da sehen wir. Auch hier eine Formation auf relativ hohem Niveau an dieser Stelle. Äh, und jetzt wird es für die kurzfristigen Trader hier oben halt auch interessant, wie es weitergehen kann. Denn wir haben hier oben eine interessante Konstellation. Schaut mal, hier haben wir ein kleines Zwischenhoch. Hier unten äh, das, das Zwischentief, diesen Auffangbereich hier unten um die 12.763. Äh, das ist interessant. Und jetzt gehe ich gleich mal in die kleinere Zeiteinheit rein, denn der Markt kann sich hier momentan nicht so richtig entscheiden, ähm, wie er sich denn sozusagen ausbieten möchte oder ausbilden möchte, äh, denn wir sehen es hier unten, das Level, was wir hier haben, ich ziehe einfach mal kurz dick was durch, äh, um die Marke von 12.830 bis 12.850 drauf, da ist der Markt nicht wirklich drunter gefallen, da gab es immer wieder Kaufinteresse und solange wie dieses Level hält, haben wir gute Karten hier hoch Richtung 13.000 äh, Punkte beziehungsweise hier 13.032 beziehungsweise dann Richtung Allzeit hoch zu laufen. Das ist sehr, sehr wichtig, interessant zu sehen. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch auf der Uhr haben, aus diesem Rutsch nach unten hier den wir schon mal gehabt haben, kann jetzt ohne weiteres der Schub zur Unterseite werden. Und das muss man ein bisschen mit auf dem Auge haben, denn wenn wir hier das kleinste Bild mal sehen, hier trendet schon ein Stück weit nach unten. Und wenn sich dieser kleinste Trend nach unten fortsetzt, ist das genau das, was ich gerade gesagt habe. Dann kommt die Konstellation zustande, dass man sich zumindest in eine kurzfristige Ausdehnung der korrektiven Phase gibt. Und wenn wir hier tatsächlich dann ein neues Zwischentief machen, haben wir hier die Anlaufpunkte an dem kleinen zwinglos unten liegen. Namentlich mal genannt hier. Wir sehen es hier drüben: die Bereiche um die 12.670 Zähler. Hier unten dann grob gesagt die 12.600-Punkte-Marke. Und dann hier unten das Level um die 12.500 bis 12.520. Das ist das, was wir kurzfristig auf der Unterseite sehen, wenn es tatsächlich zu einer Korrekturausdehnung im NASDAQ kommen sollte. Und das wäre dann das, was wir im Tagesschart haben. Der Aufwärtstrend ist ja auch da. Und wie schon gesagt, hier ein wichtiges Auffanglevel wäre quasi mal hier das, der große Ausbruchsbereich, als wir hier auf die neuen Hochs draufgegangen sind. Also dieses Level hier. Um die Marke von 12.463 Zählern. Das ist das, was wir an dieser Stelle immer mit auf der Uhr haben sollten. Das quasi jetzt zum äh, Nasdaq und damit machen wir hier weiter äh, mit dem Blick auf das Thema Biespok, beziehungsweise dann auch noch so ein bisschen auf das Thema der Zinsentwicklung in den USA an dieser Stelle. Ähm, tja, und das ist etwas, das Thema Biespok, das haben wir ja immer wieder auf der Uhr. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, dass ich hier äh, in Zoom das Bild mal noch kurz mit umschalte. Moment, so. Ähm, gut, dann machen wir es jetzt so. Moment, die Technik, ihr klemmt was. Gut. Dann nicht, dann machen wir so weiter. Ähm, also, passt auf, folgendermaßen. Das Bischbock ähm, ist ein wichtiger Wirtschaftsbericht aus den USA. Da schaut die FED genau drauf, auf das, was kommen kann, äh, was die Herausforderungen sind. Und wenn wir uns die letzten Daten auch mal anschauen, dann schauen wir wie immer auf, den, äh, auf, den, auf die Wirtschaft in den USA, wir schauen auf den Arbeitsmarkt in den USA und wir schauen natürlich auf die Preisentwicklung in den USA. Und da haben wir momentan ein recht gemischtes Bild an dieser Stelle, wo man einfach sagen muss, Ah, hier verändert sich schon was. Ne? Also, wenn wir zum Beispiel mal schauen auf die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten, da bekommen wir gerade angezeigt, ähm, dass die Wirtschaftstätigkeit mit Bezug auf die letzte Biespuck-Periode leicht zugenommen haben. Also wir haben in den USA auch einen leichten Anstieg. Das ist das, was wir gesehen haben, obwohl die Bedingungen im Land äh, weiterhin höchst unterschiedlich sind. Aber es bessert sich so Stück für Stück. Und das ist gut, weil. Da sehen die Firmenlenker, es geht Stück für Stück auch besser. Und da sehen wir dann an dieser Stelle auch, das ist der Optimismus, der sich Stück für Stück vorantreibt. Und das ist das Thema wirtschaftliche Erholung, wenn tatsächlich das Thema auch der Impfstoffe weiter vorankommt und man im laufenden Jahr das Thema ähm, Covid-19 durch die Impfstoffe in den Griff bekommt. Das ist sehr, sehr wichtig an dieser Stelle ähm, von der Firmenseite her das ist der eine standpunkt in der wirtschaft also die produktion der andere part der wirtschaft ist ja natürlich der teil der ausgaben ja, und da kommen natürlich die us bürger ins spiel deswegen auch der fokus auf die us bürger und die hilfen äh, durch die beiden regierungen. Und hier sehen wir äh, dass die berichte über die verbraucherausgaben durchaus äh, gemischt waren. das heißt wir haben zwar auch bürger die gutes geld ausgeben auf der einen seite aber auf der anderen Seite merkt man halt auch, es wird äh, teilweise gespart, es wird Geld zurückgehalten oder man kann Geld auch gar nicht ausgeben. Und da hat man beispielsweise hier, ähm, dass man in einigen Distrikten auch genau vermeldet, dass bei den Einzelhandelsumsätzen weiterhin die Rückgänge entsprechend da sind. Im Gastgewerbe, in dem Freizeitangebot natürlich auch. Und das hängt alles mit dem Thema Covid-19 entsprechend zurück. Das ist die eine Information. Die zweite Information, die wir hier momentan bekommen, ist eine Verlagerung, eine weitere Verlagerung vom Thema Einkaufen vor Ort hin zum Thema Einkaufen im Online-Bereich. Und da wird sich die Wirtschaft auch nach Covid-19 wahrscheinlich deutlich verändern. Die großen Online-Kaufhäuser haben das ja schon vorgemacht. Ich sage da entsprechend einfach nur mal Amazon. Das ist etwas, das wird sich ausweiten. Und viele schimpfen ja immer auf Amazon, wo man einfach gesagt wird, oh, die sind so groß, die sind so mächtig, so riesig geworden, die machen die ganze Wirtschaft kaputt. Was soll ich sagen? Es schlagen da so ein bisschen zwei Dinge oder zwei Herzen in meiner Brust. Und als Investor. Muss ich natürlich sagen, oder auch als jemand, der von den Kursbewegungen an den Aktienmärkten auch, ähm, sag ich mal, sein Geld verdient. Das ist ein ganz normaler Prozess. Ja. Da kann ich ganz einfach auch mal das Beispiel damals vom Thema ähm, der, 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 der Pferdekutschen hin zur Automobilität ähm, entsprechend geben. Heute kann sich kein Mensch mehr vorstellen, wie es ist mit Pferdekutschen auf Arbeit zu fahren. Stellt euch mal vor, ihr müsstet in der Kutsche 50, 60, 70 Kilometer jeden Morgen mit einer Geschwindigkeit von was weiß ich, 8 km/h auf Arbeit fahren. Ich meine, ich muss nicht mehr auf Arbeit fahren. Äh, ich habe es mir zu Hause in meinem Büro hier gemütlich gemacht. Mich würde das jetzt nicht so treffen, aber ich glaube, das würde schon brutale Probleme bekommen. Und da wird jeder sagen: Na Gott sei Dank, dass ich die Automobilität durchgesetzt habe. Gott sei Dank, dass die Schienenfahrzeuge so weit sind, dass die uns flott von A nach B im Warmen und Trocken und sogar mit Internetverbindung bringen, ja. Da würde keiner mehr auf die Idee kommen zu sagen, das war doch gut, dass wir die Kutschen haben. Das ist so schlecht, dass die Automobilität und die, äh, die sage ich, mal Zugverbindungen so gewachsen sind. Kein Mensch würde das heute sagen, aber damals war das echt eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Und äh, das ist etwas, das kann man ähnlich auch vergleichen. Die Industrie bzw. auch das Einzelhandel, der Verkauf geht so ein bisschen auch in die Online-Welt und wir werden das in ein paar Jahren sehen. Wir werden natürlich den Einzelhandel vor Ort auch noch haben. Ich mag ihn sehr. Ich gehe sehr, sehr gerne auch einkaufen in der Innenstadt. Äh, ich mache das gerne. Ähm, aber die Wirtschaft verändert sich halt so ein bisschen was, ne, und da muss man halt auch sehen, dass die Menschen oder die, sag ich mal, die Unternehmen, die vor Ort in den Innenstädten sitzen, äh, sich auch an die neue Situation anpassen und ich sage euch, das wird passieren, ja. Die, die übrig bleiben, werden die sein, die entweder kleine, schöne Nischen äh, sozusagen ähm, bedienen. Die leiden jetzt natürlich immens. Also, wenn man diese kleinen, feinen Boutiquen oder ähnliches sieht, wo man wirklich auch mal schöne Sachen bekommt, die man in der großen, breiten Modekette nicht bekommt, die leiden jetzt natürlich extrem. Denen geht es megamäßig schlecht. Und ich drücke all denen die Daumen, dass die durch diese Krise auch durchkommen und danach die schöne Leistung wieder anzubieten. Das sind die Nischen. Die wird es auch weiterhin geben. Und möglicherweise haben die auch online, aber da geht man ja hin, um den Plausch zu machen, um den Charme zu haben. Aber was die Größeren angeht, die mit guten Möglichkeiten auch durch die Krise kommen werden, die werden ihr Angebot deutlich ausweiten. Die werden die Filialen haben, die werden das online haben, die werden ganz andere Services anbieten. Und das wird der Wechsel sein, den man hier hat. Und das ist etwas. Das sieht man momentan auch bei den Verbrauchern und die geben den Ton ja entsprechend auch vor. Und da sieht man momentan, dass halt der Wechsel schon hingeht, dass das Online-Geschäft wächst. Und das ist das, was im aktuellen Bischbuch auch gesagt wird. Hier steht es drinnen, dass wir hier eine Verlagerung haben. Das heißt, das Geld fließt weiterhin, aber nicht mehr vor Ort, sondern eher in den Online-Handel hinein. Und das ist das, was man momentan sieht. Und was man auch bei den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten hat. Ähm, und das ist jetzt erstmals so. und zwar die aktivitäten im energiesektor. ich muss es jetzt nochmal kurz flott übersetzen. die aktivitäten im energiesektor sind erstmals seit ausbruch der pandemie in einer situation dass sie festhalten, zunehmen. ja, wir haben sozusagen ähm, die aktivitäten im energiesektor wieder auf einem wachsenden ast. und das ist eine, eine, ein, ein sehr, sehr wichtiger faktor ähm, an dieser stelle. Den wir hier auf der Uhr haben, der Energiesektor fängt an zu wachsen. Und was steht dahinter? Stellt euch einfach mal die logische Konsequenz. Warum wächst denn der Energiesektor? Ja? Der wächst ja nicht, weil weniger Strom verbraucht wird, sondern der wächst, weil wieder mehr Strom verbraucht wird. Und das ist das, wo die Wirtschaft langsam anfängt zu wachsen. Und Leute, das sind die ersten zarten Pflänzchen, die wir hier an dieser Stelle sehen. Und wenn wir dann irgendwann eine nachhaltige Erholung sehen werden, das ist dann genau der Punkt, wo wir rankommen, aber man muss im Kleinen anfangen. Das ist so ähnlich wie beim Gärtnern, wenn man die ersten Radieschen sieht, dann sieht man am Anfang die kleinen, winzigen Blätter rausgucken, dann kommt vielleicht nochmal ein Schnee, wo sich der Gärtner dann denkt, oh Gott, Mensch, hoffentlich gehen jetzt meine schönen hübschen Pflänzchen nicht ein. Und die Starkpflanzen überleben es dann, der Schnee schmilzt und dann kann man schön ernten. Und so ist es auch mit der Wirtschaft. Das sind die ersten kleinen Dinge. Und wenn wir hier dazu kommen, dass die nicht abgewürgt werden, sondern sich erholen können, dann wächst das weiter. Und das ist das Stadium, in dem wir uns momentan befinden. Was sehen wir weiter? Wir sehen die Produktionstätigkeit, die hat sich in fast allen Distrikten auch weiterhin ähm, erholt, auch wenn man, und das ist das, was man in den Zwischenzeilen liest, ähm, Herausforderungen mit den Lieferketten hat. Also da merkt man, das ist natürlich alles auch noch nicht auf dem Niveau, wie es die Wirtschaft vor der Pandemie hatte, aber es lenkt langsam Stück für Stück nach oben. Was auch genannt wird, ist das Thema äh, Immobiliensektor. Wohnimmobilien sind weiterhin extrem stark. Ähm, bei dem Thema gewerbliche Immobilien, auch das ist logisch, ist es momentan etwas schwieriger, weil die Wirtschaft ist natürlich in den Innenstädten lahmgelegt und da mietet man sich nicht einfach eine neue Bürofläche oder ähnliches an. Das ist sehr, sehr wichtig. Zum Thema Banken muss ich noch kurz was sagen. Äh, und zwar ist es hier, dass äh, wir in den nächsten Monaten wahrscheinlich eine Nachfrage- eine gesteigerte Nachfrage nach staatlich unterstützten Kreditprogrammen sehen werden. Ähm, damit rechnen entsprechend die Banken. Ähm, das ist das Thema, das wir hier auf der Kreditseite haben sollten oder wollen. Und deswegen äh, sagen die Banken das auch. Wenn man das Ganze mal im Rundumbild auf die Wirtschaft sieht, kann man sehen, dass die Aussicht auf die Covid-19-Impfstoffe ähm, schon äh, den Geschäftsoptimismus ähm, beleben und man doch durchaus positiv in das Geschäftsjahr 2021 blickt, obwohl es natürlich immer wellenförmig entsprechend hier weiter verlaufen kann. Also, das ist etwas, äh, das hat man hier definitiv auf der Uhr und das müssen wir hier auch haben. Wir machen weiter mit dem Thema. Löhnen, Arbeitsmarkt und Löhne, das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Faktor hier. Äh, und auch da natürlich wieder auf den Spickzettel geschaut. Und beim Thema Löhne ist eine Sache ähm, sehr, sehr wichtig, dass wir hier sehen: Löhne und Beschäftigung. Ähm, man merkt, der Arbeitsmarkt ist unter massivem Druck. Wir haben es gesehen, die letzten Zahlen, äh, die Anmeldung auf Arbeitslosenhilfe, die Neuen, die waren nicht wirklich berauschend. Aber. Und jetzt kommt's, die Mehrheit der Distrikte hat berichtet, dass die Beschäftigung gestiegen sei. Das Tempo ist zwar sehr, sehr langsam, aber es gibt ein Wachstum äh, bei den Beschäftigten und das ist durchaus ein sehr, sehr positives Zeichen. Seitens der Unternehmen wird auch gemeldet, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften im verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe und am Transportwesen am stärksten gewesen ist. Ja. Und da sieht man, das ist so ein bisschen die Erholung. Die man dort an dieser Stelle auch mit sieht. Was gibt es noch? Das größte Problem ist, qualifizierte Arbeitskräfte ähm, zu finden. Und ähm, das Thema Covid-19 belastet die Wiederbelebung. Und zwar ähm, hat man einfach äh, das Thema die Störung im Gastgewerbe, im ganzen Freizeitgewerbe. Man hat die Probleme, dass die arbeitende Bevölkerung. Schwierigkeiten hat, die Kinder unterzubringen, für die Versorgung der Kinder zu, äh, zu sorgen. Das macht natürlich den Arbeitsmarkt sehr, sehr angespannt und sehr, sehr belastend. Aber das ist ein Thema, ähm, das haben wir schon die gesamte Covid-19-Krise durch. Und damit merken wir einfach, der Arbeitsmarkt sucht Arbeitskräfte, hat Probleme, welche zu finden. Und das ist ein ein positives Zeichen. Das heißt, wenn die Wirtschaft sich erholt und das Thema COVID-19 sozusagen Stück für Stück vom Tisch kommt, dann wird beziehungsweise dann werden wir ganz stark sehen, dass das Thema Kinderbetreuung ein ganz ganz anderes wird, dass das wieder in normale Bahnen kommt und dann wird sich der Arbeitsmarkt auch wieder beruhigen. Wir werden steigende ähm, ähm, Zahlen sehen hier in den Angestellten. Das heißt, wir werden einen starken Rückgang entsprechend sehen. Beim Thema der Arbeitslosenzahlen äh, und das sind die wichtigen Meldungen, die wir hier an dieser Stelle haben. Und da kommen wir mal kurz zum Thema Biden, zum Thema Hilfspaket bei Biden. Ähm, 600 Dollar gab es ja schon für die, für die bedürftigen Bürger in den USA. Das war natürlich als Scheck nicht genug. Biden sagt, wir nehmen jetzt 1400 Dollar in die Hand für die Bürger und für all diejenigen, die berechtigt sind, das zu bekommen. Und das ist eine ziemlich große Zahl in den äh, USA, bekommen jetzt gleich einfach nochmal einen Scheck über 1400 US-Dollar. Und das ist Halt Geld, was in der Regel nicht gespart wird, sondern was direkt in die Wirtschaft fließt und das ist dann natürlich auch eine Wirtschaftshilfe in, diesen, in dieser Situation. Ähm, und das Ganze stützt dann die Wirtschaft, stützt das Bruttoinlandsprodukt und äh, beim Thema Bruttoinlandsprodukt Nachfrage nach Gütern kommen wir in dem Moment oder in diesem Zusammenhang direkt mal noch zur Preisentwicklung und auch zum Thema Inflation. Und bei der Preisentwicklung bekommen wir genannt, dass in fast allen ähm, Distrikten äh, leichte Preiserhöhungen zu verzeichnen sind. Und Leute, das ist halt ein Thema, wenn die Preise ansteigen, äh, dann hat das in der Regel zwei Gründe. Erstens, die Nachfrage zieht an. Ja? Ich meine, wir reden hier jetzt momentan über einen leichten Anstieg der Inflation bzw. der Preise. Ähm, und das ist halt ein Thema. Das ist immer noch in einem, in einem vernünftigen Maßstab. Also, wir haben jetzt hier keine galoppierende Inflation oder ähnliches. Man sieht, dass die. Preise für Baustoffe, für Stahlprodukte äh, und auch Schifffahrtsdienstleistungen angezogen haben. Und das sieht man halt. Das sind alles Dinge. Das passiert natürlich nur, wenn die Industrie weiter wächst. Was haben wir noch? Ähm, wir sehen das Thema der Verkaufspreise und Einkaufspreise bzw. Produktionspreise. Äh, und da sehen wir halt auch, dass wir über die breite Fläche gemeldet bekommen, dass die Unternehmen auch in der Lage sind, diese Preissteigerungen weiterzugeben an die Endverbraucher. Und auch das ist eine gute Maßnahme, die wir hier sehen, denn die Preissteigerungen sind aktuell auch noch in einem Maße, wo man sieht, dass die Bürger sie bezahlen können. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und was man auch so momentan genannt äh, wird, äh, dass es Pläne mittlerweile zur Erhöhung äh, sozusagen von Verkaufspreisen auch in den nächsten Monaten geben wird. Also das heißt, mit einer Konjunkturerholung wird jetzt schon gesagt, dass eine Preiserhöhungsrunde äh, sozusagen auch da ist. Wir sehen im Immobiliensektor weiter steigende Preise äh, und die Preise im Immobiliensektor, die liegen daran, die Preissteigerung, weil die Baukosten gestiegen sind. Also das mal äh, zu diesem Thema. Und da bei dem Thema Inflation. Müssen wir momentan auf einen sehr, sehr wichtigen Fakt zu sprechen kommen? Denn das Thema Inflation ähm, zieht ja entsprechend dann äh, wieder die FED auf äh, die Bühne. Nicht nur die FED, in dem Moment irgendwann hier bei uns in Europa auch die EZB. Und bei diesem Thema ähm, muss man natürlich ganz genau hinschauen, was passiert. Und wenn wir uns da mal anschauen wollen, kurzen Augenblick, lasst mich mal ganz kurz eine. Informationen flott raussuchen. Wenn wir uns da mal äh, die US-Staatsanleihen anschauen wollen, ich ziehe die mal ganz kurz auf dem Schirm hier. Die Futures. Wie schon gesagt, das haben wir bald auch ordentlich da. Und zwar hier die. Äh, Moment, 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 wo habe ich sie? Die Bonds, da sind sie da. Und bei den Bonds ist es sehr, sehr wichtig, einfach mal äh, entsprechend drauf zu schauen, was passiert denn hier momentan äh, im, im längerfristigen Bereich. Und da sehen wir ähm, bei den Bonds, dass äh, die zehnjährigen Anleihen hier seit August letzten Jahres. Am Sinken sind es geht Stück für Stück nach unten. Das sind die Renditen, die hier fallen. Und eine Rendite, die Renditen fallen ja nur, ähm, weil der Markt nach oben hin an den Zinsen steigt. Das heißt, wenn sich jetzt das lange Ende der Zinsen erhöht, fallen entsprechend hier die Renditen. Das heißt, da fallen hier die Kurse. Und das ist jetzt etwas, da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Denn diese steigenden oder diese fallenden Renditen äh, implizieren, äh, dass der Markt davon ausgeht, dass die Zinsen mittelfristig angehoben werden. Und wir haben zwar gehört, äh, dass die FED äh, mittelfristig äh, davon ausgeht, äh, beziehungsweise auch mittelfristig mal sagt, wir können auch mal eine Zeit lang höhere Inflation in Kauf nehmen, äh, ohne gleich die Zinsen stark anzuheben. Aber. Damit sieht man schon, dass dieses Thema der Zinserhöhungen ähm, im Markt äh, sozusagen eine, eine Berechtigung haben. Ähm, und das ist halt ein Thema, Thema Inflation, ähm, wo wir sehen, das kann auch mal schlechter für den Aktienmarkt sein, beziehungsweise wenn wir jetzt einfach mal kurz schauen wollen auf das Thema der Währungen und einfach mal schauen, was in letzter Zeit mit dem US-Dollar passiert. Äh, da muss ich an dieser Stelle auch sagen, das, was wir hier aktuell drauf haben im US-Dollar, also das ist jetzt mal äh, der, der US-Dollar-Future, da sehen wir hier in diesem Bereich, was wir gerade haben, ähm, schon ähm, eine, 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 eine Chance, oben auszubrechen. Das heißt, dass wir hier über die äh, knapp 91 drüber gehen und dann erstmal in eine Ausweitung Richtung 92 Dollar nach oben hin laufen. Das wiederum äh, spricht für eine Stärkung des US-Dollar, da wird der Euro-US-Dollar weiter fallen. Ähm, da wird Gold und Silber es sehr, sehr schwer haben, sich nach oben hin zu entwickeln. Und das wird dann auch mit guter Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt nur mal die Preisentwicklung anschaut vom US-Dollar, Einfluss auf den Ölpreis haben, wenn man die anderen Faktoren aufglänzt, weil wenn der Dollar steigt, fallen in aller Regel entsprechend auch die. Preise für die Rohstoffe und das, weil die in Dollar bezahlt werden. Also zumindest für die de, im Energiesektor ist das zu sehen äh, und auch dann entsprechend ähm, im, im Währungsbereich. Das und im, 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 im Bereich von, von, von Gold und Silber. Ähm, das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die wir beim Thema der Inflation mit auf der Uhr haben müssen, ist mal ganz klar das Thema der, der Metalle. Und da mal ausgenommen das Thema Edelmetalle, sondern. Ein sehr, sehr wichtiger Faktor, worauf man schauen muss, was die Wirtschaft auch braucht, das ist einmal Platinum, zum anderen Kupfer. Und beim Kupfer, das hatte ich hier an dieser Stelle auch schon mal gesagt, schaut euch mal diese Rallye an. Kupfer stand im äh, März letzten Jahres ähm, hier ähm, äh, bei, äh, bei, äh, bei 1,96, jetzt stehen wir bei 3,65 bei, bei, bei oben. Äh, das ist schon... Das ist schon ein heftiger Zuwachs und man muss einfach wissen, äh, wofür Kupfer in, das, in der Industrie überall verwendet wird. Also die Sachen, wo Strom fließt beispielsweise, das ist immens wichtig. Es wird im Bau gebraucht, ähm, es wird gebraucht bei der Energieversorgung. Und wenn man einfach sieht, äh, was die beiden Administrationen auch vorhat, dass wir hier im Bereich der der Energie auch immer, immer mehr in die grüne Energie gehen, dann wird es auch so sein, dass es äh, Trassenausweitung geben wird. Ähm, Hausanschlüsse werden anders verlegt. Es wird eine immense Nachfrage nach Kupfer geben und das könnte dann zu einem massiven Preisanstieg führen. Der ist ja schon jetzt sehr, sehr stark und wenn das Ganze weitergeht, Holla die Waldfee, dann sollte man sich äh, ordentlich festhalten. Und da ist zwar vom Höchstpreis, sind wir noch ein ganzes Stückchen entfernt, ne? aber wir sehen halt an dieser Stelle, äh, was wir hier sehen. Schaut euch das mal an. Hier, der letzte große Crash oder der große Crash zum Beispiel 2008 ähm, auf 2009. Da ist der Preis massiv in den Keller gegangen und dann hat er sich extrem erholt. Ja? Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, hier absolut in den Keller gegangen. Ja, massiv nach unten und jetzt, jetzt setzt plötzlich wieder eine massive Wirtschaftserholung ein. Da ist schon Potenzial da und wenn wir einfach mal sehen, dass wir hier, wie tief wir gefallen sind, äh, von 3,30 auf 2, wenn wir da mal die 1,30 oben drauf setzen, äh, da sind wir plötzlich bei 4,30. Also hier oben in dem Sektor, in dem Bereich, da ist viel, viel Luft nach oben. Und wenn das tatsächlich kommt, wird das ebenfalls massiv dort reingehen, dass man wirklich sagt, okay, ähm, man hat sozusagen an dieser Stelle einen deutlichen Druck auf die Inflation und das ist nur ein Teil, der hier an dieser Stelle kommt und das muss man wirklich so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also das an dieser Stelle zum Thema auch der Inflation. Da wird einiges kommen, was wir in Zukunft erwarten. Das bleibt sehr, sehr spannend. Es wird nicht langweilig und das zeigt uns am Handel in der Börse, dass es auch weiterhin gut Bewegung geben wird, dass wir an dieser Stelle weiterhin ähm, mit den Schwankungen arbeiten können und die für unsere Börse. Portfoliooptimierung mit nutzen können. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Allen ein schönes Wochenende. Erfolgreiche Trades empfehlen Sie uns weiter. Und wir hören uns am Montag wieder. Und heute verabschiedige ich mich mal mit ja, einem neuen Teaser. Wir haben ein Auto an dieser Stelle. Viel Spaß beim Zuschauen und bis nächste Woche. Bye bye und tschüss.